Und vorsichtig, ne? Hier kommt er aber schon noch mal raus, oder? Da sind wieder zwei Briefe von dir bei mir oben gelandet. Ja, danke. Entschuldigung, du hast da... Bring ich dir vorbei heute, ja? Ja, danke. Rübel. Hallo. Hast du neue Bilder? Ja, wie du siehst. Soll ich was helfen? Nee, bitte nicht mit dem Eis. Das schaffen wir schon, danke. Dann kannst du zwei nehmen, ne? Nee. Ist schon gut, vielen Dank. Ich finde es so cool mit der Malerei, was du machst. Ich wollte auch mal Philosophie studieren, aber... Und? Hat nicht geklappt, wegen Abitur und so. Du machst nach. Das Abi kann man, oder? Abi kann man immer nachmachen? Abi kann man jederzeit. Ja, Abi kann man und nachmachen. Was macht ihr mit den Bildern dann? Die hängen wir auf. Eine Ausstellung? Mhm. Kümmerst du dich um Patti? Mhm. Kannst du mal halten? Warum machst du hier nicht so einen Schnitt rein? Dann kann man von hinten seinen Kopf durchstecken und nochmal seine Geburt durchleben. Ja, oder den Rückweg antreten, ne? Schon was verkauft? Ich verschenke ihn. Besser ist es. Du kannst eins haben. Und dann ab durch die Mitte. Aber es läuft doch gut. Die Leute sind alle ganz sprachlos vor Begeisterung. Ach, das ist ja toll. Ich hab hier einen kleinen Glücksbringer. Oh, vielen Dank. Ganz toll, dass du gekommen bist. Und das ist Carlos. Hallo. Das ist Andi. Grüß mich, hallo. Yoga Andi. Also der Yoga. Yoga Andi, ja. Ja, und zwar der, muss man ja wirklich mal sagen. Ja, die Frauen schwärmen vom Yoga. Ist das so? Carlos will nämlich unbedingt mal kommen. Aber er meint, das sei nur was für Frauen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ich keine Zeit habe. Carlos raucht und trinkt nämlich nicht mehr. Das finde ich ganz toll. Ach, Vera, können Sie die Jacke? Ja. Danke. Zum Wohl. Schön, dass ihr da seid. Du auch? Vor allem du? Andi hat nämlich in Tibet. In Tibet gelernt. Entschuldigt. Das ist ja durchaus interessant. Hallo, Coco. Hallo, Sandy. Hallo, na. Ich wollte gar nicht reinkommen. Ich habe gar keine Zeit. Ich wollte. Ich muss noch packen. Ich wollte dir nur die Briefe geben. Ich fahre morgen nach Paris. Und ich habe so einen neuen Freund. Und da wollte ich fragen, ob du meine Blumen gießen könntest. Ich will Französisch lernen, es kann länger dauern, dass ich weg bin. Und die Post. Mach. Tschüss, Coco. Bis dann. Gute Fahrt. Ich geh mal rüber. Darf ich mal? Kann ich mal vorbei? Patti, wann hältst du deine Rede? Du sagst dann was zu den Bildern. Zu den Bildern muss man nichts sagen. Ich möchte heute über Wahrheit sprechen. Über Wahrhaftigkeit. Du bist verlogen, du philosophierst über so ganz grobes Zeug. Vom richtigen Leben hast du keine Ahnung. Du trinkst nicht mehr. Bis zur Hochzeit, haben wir gesagt. Ich komme zur Vernissage, dann treffe ich mich kurz mit Paul und dann alles wieder gut. Ich darf nachgucken, ja? Alex, männlich oder weiblich? Ich versuche dir zu vertrauen. Ich finde es so cool mit der Malerei, was du machst. Ich wollte auch mal Philosophie studieren, aber hat nicht geklappt wegen Abitur. Augen zu, nicht gucken. Ta-ta-ta-ta. Auf? Nein. Augen auf. Oh Gott. Das ist eine Muschi. Na klar ist das eine Muschi. Was ist auf den anderen Bildern? Es gibt jemanden, mit dem ich zusammen war, den du kennst. Lange, lange bevor wir. So schnell sieht man sich hier. Ich weiß überhaupt nicht, wer du bist. Siehst du nicht, wie viel du mir bedeutest? Nein. Sie wollen ja überprüfen, ob ihr Mann lügt. In 3 Wochen wird es gehen. Ich heirate halt morgen und. Jetzt alle unsere kleinen Geheimnisse, ja? Nein, aber du interessierst dich nicht mehr für mich. Ich heirate in 2 Tagen. Das ist dein Problem. Ja, deins nicht mehr. Danke dir. Wenn man gar nichts sagt, ist auch wie Lügen. Schon was verkauft? Ich verschenke ihn. Besser ist es. Das Ego versucht immer eine Grenze zu ziehen zwischen dir, mir. Und wenn wir das verstehen, dann gibt's auch keine Einsamkeit. Hast du die Ringe abgeholt?
Wie, was ist das denn? Na, das heißt doch, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist ein Witz.